Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker, ne? Wir spielen heute Bloons Monkey City wieder. So, also. Dann haben wir uns in die zweite Stadt. Und werden ein bisschen Money kassieren. Money, 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 money. Da rollt der Rubel, hoffe ich zumindest. Weil wenn er nicht rollt, ja die Grantik. So, aber er rollt. Other players are getting what? So, wir haben gewonnen hier. 50 Blue Stones für den Chief Master of the sonst was. Läuft. So, die Blue Stones, die will ich, die kriege ich. Dankeschön, die wollte ich auch. Das werden wir auch gleich wieder einnehmen, das Content-Gebäude hier. Gebäude. Content-Territory. Schauen wir mal, was gibt's denn hier? Also, oh, das ist eine geile Strecke, da freue ich mich drauf. Oh, die ist geil, das ist die Schneckenstrecke. Zumindest nenne ich sie so, weil sie so ein bisschen danach aussieht. Wie ein Ed irgendwie, ne? So ähnlich halt, ne? Für mich ist ein Schneck. Auf jeden Fall, der ist Favorit. Naja, sage ich mal nix, okay. Ninja Kiwi kennt halt sein eigenes Game nicht. Der ist zwar nicht schlecht, das ist ein guter Anfangstower, aber okay. Und der ist verboten. Ja, damit tut ihr mir nichts Fleiß. Okay. Nur mal, dass wir das wissen. Oh, das wird geil, das wird geil, das wird geil. Ey, da geht immer gleich einer ab hier, ey. Das wird lustig. So, und ich bin der... Nee, mit dem niedrigsten Level. Ich habe mich mit dem hier verwechselt. Aber egal, ich werde sowieso der Beste hier sein, weil ich einfach der Beste bin. Das werden wir nachher machen. Aber jetzt gehen wir in die Chef-City. Und... werden da auch Geld kassieren, ne? Und hier müsste ich auch 50 Bluestones kriegen. Ja, Mann, 50 Bluestones. So, und dann schauen wir sich das hier auch an. Das werden wir gleich machen. Ja, nicht jetzt sofort, aber dann. So, boah, was ist denn hier? Ey, das ist eine neue Strecke, die kenne ich noch gar nicht. Lol, die ist neu. Also, der ist verboten, der. Und der ist Favorit, Ja, wenn die meinen. Ich will mal kurz die Strecke anschauen. Wir werden es jetzt nicht gleich sofort spielen. Aber ich will mir die schnell anschauen, die kenne ich noch gar nicht. So, schauen wir mal, wie die Bloons lang gehen. Ein bisschen zügiger, komm, Bloon. So, da gehen sie immer wieder zusammen. Warte mal. Und hier auch. Okay, alles klar. Ja, ich wollte nur den Streckenverlauf sehen. Aber wir werden das eh gleich spielen. Ja, ich habe das verloren, das weiß ich schon. So, jetzt gehen wir richtig Geld kassieren. Jetzt kommt Asche rein. 1, 2, 3, 4. Oh, ich bin voll. Ich bin voll, also nicht so voll gesoffen, sondern nur voller Geld. Was aber gut ist, was sehr gut ist. So. Wenn wir den upgraden. Sonst habe ich, glaube ich, keine Bank mehr hier. So. Dann hier war, glaube ich, nur eine Wassermühle oder Windmühle oder so. Die wollte ich auch upgraden. Das machen wir auch gleich. Das kostet nicht viel. So, und dann können wir kassieren. Hey. Die Mucke sagt uns, hey. So, hier können wir kassieren. Also jetzt kriege ich schon ordentlich Moos. Das läuft. Aber wir müssen die Banken hier ein bisschen upgraden, weil ich brauche hier 300 als Max. Ja, sonst können wir die sowieso nicht mehr upgraden. Ja, da brauche ich 300 und das kann ich jetzt gar nicht erreichen. Nicht um diese Zeit, Uschi. Nicht um diese Zeit. Sonst bin ich doch um 5 Uhr tot dann. So. Aber wir werden jetzt das hier upgraden. Oh, ich hätte das upgraden sollen. Aber ist ja wurscht. Das machen wir dann schon noch. So. Ja, was machen wir? Ich würde sagen, den Boss vielleicht. Einen Tag habe ich noch Zeit. Ja, aber Level 9 wird es sowieso nicht schaffen. Ja, ich könnte es schaffen, aber da muss ich mich so bemühen, ne? Aber ist scheißegal, wir machen jetzt den Boss einfach, weil wir es können. Oh Gott. Keine Bananenfarm. Sehr hart mit extra Bloons. Wie soll ich das hinkriegen, ne? Das ist nicht möglich, aber okay, probieren wir es. Aber das wird nichts. Das sage ich gleich, dass das nichts wird. Weil das ist nicht wirklich machbar. Wenn sie mir die Bananenfarm verbieten, kriege ich kein extra Geld. Und ohne extra Geld kann man das hier nicht schaffen. Aber egal, probieren damals. Probieren geht über Studieren, ne? Aber das wird nichts, das weiß ich genau. Egal, wir probieren's. So.
Zack, zack. Und los geht die Party. Wave 1. Wow, ihr wollt mich wohl hier überrennen und so, ne? Aber okay. So, wir müssen das hier... Ja, okay, ich habe was gegen Stahlblunz, das wollte ich haben. Und jetzt machen wir den da ready. Es wird schon stressig hier. So, und dann machen wir das da. Oh, scheiße, so viele Herzen. Eieieiei, das tut weh, das tut weh. Das wird nichts. Das wird jetzt schon nichts. Das sehe ich jetzt schon, dass es nichts wird. Okay, okay, okay. Ich darf nicht zu viel nachlegen, weil dieses Nachlegen kostet jedes Mal pro einmal drücken und ich habe schon 10 Mal gedrückt, 25 und das Geld geht man einfach ab dann. Okay, also nächste Wave, Wave 4. Das ist so hart hier. Also wie gesagt, ich gehe nicht mal von Win aus, aber werde natürlich mein Bestes geben. So, das hätten wir. So, einmal machen wir es, das müsste reichen. Ja, das sind sehr viele Herzen jetzt. Das ist die Frage, können wir das aufhalten oder nicht? Ich kann hier nicht nachlegen. Das sieht gut aus. Ey, das läuft. Jawohl. Okay, das haben wir. Sehr schön. Jetzt muss ich ein bisschen durchhalten. Wenn ich das hier habe, dann bin ich aus dem Schneider. Aber da fehlt mir nur über 1000. Oh, sieht nicht schlecht aus bis jetzt. Nur keine Stahlblunzen. Der Rest ist mir Bobby. Ja, sage ich nur keine Stahlblunzen, was kommt hier? Gott. Aber ich hab's gleich ready. Ich hab's, jawohl. So läuft das. So kann man arbeiten. Jawohl. So kann man arbeiten, Leute. So kann man arbeiten. Also, Wave 6. So, den setzen wir jetzt woanders hin. Und zwar hier. So, wir brauchen hier mehr Spikes. Das wird jetzt ein bisschen stressig hier hinten. Oh, kacke. Wow! Ich hab's hingekriegt. Ich hab keine Ahnung wie, aber ich hab's hingekriegt. Nice one. Nice one. So, dann nehmen wir einen zweiten. Auch gleich hier. Ist in der Range. Sehr schön. So, zack, boom, bing. Und weiter geht's mit der Wave 6 noch immer. So, jetzt werden wir unseren zweiten hier auf Max machen und dann schaut es wirklich gut aus. Wave 7. So, gleich haben wir 10 Shurikens. Damit kann ich, glaube ich, ganz gut leben. Ja, die Herzen, das sind alle wurscht. Das ist jetzt alles kein Problem. Alles kein Problem, alles chillig. Läuft, läuft, läuft. Kein Problem. Alles Roger hier hinten. Das sieht nur so scheiße aus, das ist machbar. Jawohl, läuft. Läuft sogar besser, als ich mir dachte. Wunderbar, wonderful, what a wonderful world. Wave 8. Ja, mit der richtigen Strategie geht's, aber es ist schon wirklich pissschwer hier, das muss man auch sagen. So, die dicken Dinger nehmen wir mal. So, Wave, wo sind wir? 9. Jetzt brauchen wir hier das rechte Upgrade. So, jetzt sind die Stahlblunz auch kein Problem mehr. Jetzt läuft die Bude hier. So, jetzt werden wir denen mal ein bisschen Gas geben. Weil der haut nämlich da bis dahin dann mit seiner fetten Kanone. Ja? Boom. So, was haben wir denn? Wave 10. Wave 10. Wave 10. Wave 10. Wave 10. Wave 10. 15. Okay, das ist ein roter. Da kriege ich Angst. So, na, Angst kriege ich nicht, aber. Brauchen wir Spike Factory. Wir werden hier eine Spike Factory zum Aktivieren hin. So, das sollte hinhauen. Jo, läuft. Wave 11. Locker, zackig und flockig geht es hier.
So, das zum Aktivieren ist auch ready. Sieht gut aus, sieht gut aus. Wave 12. So, dann werden wir nur Ninja bauen, weil mit denen geht es ganz gut hier. Und weil das Leben so schön ist, noch ein Ninja. Die passen wirklich gut rein hier, die Tower. Wave 13. Den zweiten zum Aktivieren noch, und zwar hier. Oh, zwei rote, aber das ist kein Problem. Das schaffen unsere Ninja locker. Es sind insgesamt 20 Shurikens jetzt. So, Wave 14. Hätte nicht gedacht, dass wir das hinkriegen und das sogar einwandfrei, ohne dass ich ein einziges Leben verliere. Das heißt, ich krieg sogar Bluestones. Das finde ich natürlich extra geil, ne? Es ist zwar noch nicht gegessen, das Ganze hier, aber es sieht wirklich gut aus, das muss man sagen. Zu meiner eigenen Sicherheit werde ich hier den hin und dann geben wir die linke Seite hier, dass er den zurückhaut. So, klären wir Wave 15, die letzte Wave. Wave 15! Zweimal aktivieren, ready. Den werde ich nur auf Max hier. Und dann sollte eigentlich nichts mehr passieren. Es kommt anscheinend ein Grüner dann noch, zumindest glaube ich das. Aber bis jetzt läuft es. So, den haben wir auf Max und wir machen noch einen... So ein Ding hier. Einen Ninja noch einen und dann läuft es. Überhaupt kein Problem hier, das läuft gut, da war ich gerade. Schaffen wir da locker, zackig und flockig. Brauche ich gar nichts nachlegen. Na gut, kann nicht schaden, sagen wir es mal so. Okay, doch. Aber das funktioniert so, das funktioniert, wie wir das machen. Haut hin, wir haben die Bude gerockt. Läuft. Und eine Monkey-Kiste kriegen wir. So, dann werden wir mal Folgendes tun. Wir werden den Boss so weit hinten reintreten, dass ich vorne wieder rausschaue. So, aber bevor wir das machen, schauen wir, was wir Schönes bauen. Kanonen. Kanonen kann man immer bauen. Das ist gegen Bosse. Das bauen wir. So, und dann. Es ist Boss-Time. Ich werde den wahrscheinlich nicht beim ersten Durchgang schaffen. Ich könnte ihn schaffen, ja, wenn ich diese Extras hier nehme. Aber ich will mal die ehrlich gesagt nur ein bisschen aufbehalten. Und dann machen wir halt einen zweiten Durchgang und das Einzige, was man kostet, ist Geld. So, Geld habe ich hier genug, das ist jetzt nicht das Problem, das heißt, es ist scheißegal, wenn ich einen zweiten Durchgang brauche. So, du kommst hier hin, du wirst dem Boss hier mal ordentlich Zunder geben. Und du, mein Freund, du wirst den Boss, habe ich gerade gesagt, lol, den Boss penetrieren, rasieren und danach kastrieren. So, ich hoffe, jetzt haben wir es. So, da ist der kleine Scheiße. So, ich würde gerne dieses Upgrade hier haben. Und wir haben's. Wir haben's! So, ich brauche den hier. So, der räumt jetzt hier alle Spikes ab. Hier kriegt er wieder aufs Maul. Soweit ist der Plan. So, jetzt ekelt er sich wieder ein. Das ist aber kein Problem grundsätzlich. So, wir brauchen eine zweite Spike Factory. Die nehmen wir hier. So, dann hier schön Damage machen. Jawohl, so. Den verkaufen. Mehr Spikes. Das verkaufen. So, hier rüber. Eigentlich läuft es ganz gut bis jetzt. Kann mich nicht beschweren. Zweite Spike Factory. Spikes und Gas geben. Läuft, Leute. Läuft butterweich. Den schaffen wir sogar. Holy shit. Meine Strategie ist nicht schlecht, muss ich sagen. Es läuft richtig gut so. Jetzt wird er wieder verkugelt er sich, aber das ist mir scheißegal. Den habe ich gleich, den kriege ich. Den Gege, so richtig sauer ist der Scheiße. Hm.
Schon volles blaue Auge hier. Und tschüss, dos vidanje, Arschloch. Weg ist er. Gefistet. Und zwar doppelt und dreifach. Hey, läuft doch, läuft doch. Hätte man nicht gedacht, dass ich das so gut hinkriege, ehrlich. Aber, jo, ist egal. Hab's hingekriegt. Die sechs Kisten hier, die will ich mir nämlich nur holen. Jetzt schauen wir mal, wie lange wir nur Zeit haben für den Scheiß. Einen Tag, 19 Stunden. Das heißt, ich muss da ein bisschen ran, weil das war der 7er Boss. Das heißt, ich brauche einen 8er noch. Ich brauche einen 9er noch. Das kriege ich hin. Jo, und dann die Dinger hier halt, die Kisten. So, bevor ich jetzt aber weitermache, wollte ich sagen, nee, wir machen das jetzt anders. Wir machen das jetzt so, ein bisschen nach System. Wir machen das Contents Territory, dass das mir gehört hier. Wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden einen neuen Rekord aufstellen. Hier. Also, was heißt einen neuen Rekord? Es gibt ja noch nichts, weil ich noch nie gespielt habe, die Welt. Aber es wird sehr, sehr lecken wieder. Ja. Aber es geht nicht. Ohne Lags kannst du das nicht einen Rekord machen. Weil ich muss einfach so viele Affen hinstellen, dass es nur mehr laggt. Also, wie gesagt, das ist nicht der PC oder so, sondern... Ja, am Anfang wird es nicht lecken, aber später wird schon grauslich. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. So, wo gebe ich die hin? Hier ist am meisten Platz, da wäre es am praktischsten. Machen wir das so. Oh, geil, über den Stein kann ich auch was rüber. Das ist cool, das ist cool. Kriege ich da zwei nebeneinander hin? Ich weiß nicht. Könnte man ja probieren. Schauen wir mal. Ne, es geht nicht. So, so geht's. So. Upgrade. Spike Factory. Und ich würde auch gerne nur einen Tower haben. Weil sonst geht alles hier jetzt nach hinten. Aber dazu brauche ich jetzt ein bisschen Kohle. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.